Und da sind wir wieder zu Let's Play Super Mario Galaxy 2. Wir suchen hier gerade, wie im letzten Teil gesagt, nach dem grünen Luma. Wo ist er denn? Wo ist... Oh, hi, na? Die grünen Sterne zu sammeln, das ist unsere wahre Bestimmung. Der Legende nach wird wahre Größe dem zuteil, der alle Sterne sammelt. Wie aufregend! Seufz! Wieso seufz? Bist du zu schwach, alle zu sammeln? Bist du nicht hier so ein Ash catchen? Der am Ende doch nicht alle fängt. Der Schabernack-Komet ist immer noch nicht aufgetaucht. Was soll das? Naja, gehen wir weiter. 110 Sterne, ha? Huh? Die habe ich inzwischen auch. Endlich mal eine anständige Zahl, die hier gefordert wird. Und ein gefräßiger Luma. 2000. Für normal wäre das ja viel, aber ich habe ja heimlich gesammelt. Oh, ein Gourmet-Luma ist an Bord. Aha, nicht quengeln. Na, dann sollten wir ihn füttern, ne? Ja, du, Sternteile. 2000. Ja, friss. Friss alles hier, du geiziger Geizluma hier. Nimm es dir. Ja, du kannst es alles haben. Nimm es dir. Ah, ja, friss es. Mit Pausen, um ihn ein bisschen zu trollen. Und der letzte noch so plomp. Ah, oh, wunderbar, ich bin so voll. Na gut, dann wollen wir mal verwandeln. Ah, oh, das dürfte der letzte sein, den wir zu sehen bekommen. Wie traurig. Aber er gibt uns noch eine weitere Welt. Eine neue Galaxie wurde geboren. Ah, oh, dann wollen wir uns die doch mal ansehen. Und sie heißt Schüttelschieber-Galaxie. Oh, hauer, ha. Was? Wo ist der Boden? Schüttelpanik. Wo ist der Boden? Schüttelpanik. Traurigerweise erinnere ich mich an die Kometenmünze in dieser Welt recht genau. Von daher. Sie war tricky, aber nicht unschaffbar. So, da sind wir hier. Aha. Ist eine rote Wand im Weg. Na dann drehen wir die doch weg. Na, was ist hier drin? Sternteile, die ich absolut nie wieder brauchen werde, aber egal. So, und so funktioniert die Welt auch. Mal ist die grüne Wand draußen, mal die rote. Oh, ein Leben. Und das manipulieren wir durch Drehen der V-Mode. Oh. Ob ich mich für das Leben unbedingt töten möchte, weiß ich noch nicht, aber ich habe es geschafft. Und mit dem Mannspringen habe ich schon eine Vorschau darauf gegeben, was noch kommen wird. Alle Fälle hier, das hier ist noch einfach, das sind die Blauen einfach draußen. Und jetzt hier in der Luft drehen. Alles ganz entspannt. So, und jetzt kommen Wandsprünge. Und ja, wenn ihr euch in der Luft dreht, müsst ihr halt immer gucken, dass der Block, wo ihr landet, dann noch draußen bleibt. Oha, wie tricky ist das denn nicht? So, die sammeln wir ein. Das ist übrigens eine Sache, die mir damals sau oft passiert, dass ich beim Sammeln der Sternteile so heftig geschüttelt habe, dass die Wand weggemacht wurde. Das war nicht so optimal. Glaube ich. Glaube ich einfach mal. So, dann geht's hier weiter. Na, wie komme ich denn da hoch? Ja, rückwärts, du machst. Du bist im Weg, du doof. Du bist voll doof. Oh, das war ja schon ein bisschen enger hier jetzt. Und da kommen immer wieder Stacheln raus, aber sie deuten sich an. Das ist nett. So, komme ich da hoch? Ja, Logo. So, und damals jetzt, dass ich hier in der Luft drehen muss, um die Wand wieder hinzukriegen und Wandsprünge zu machen. Nicht zu schwer. Wir sollten noch langsam an die Ecke kommen, wo die Kometenmünze ist. Ich hoffe es einfach mal. Denn sonst weiß ich nicht, was ich hier tun soll. Ah, ich glaube, hier drüber war sie, über dem Blauen. Da komme ich jetzt nicht so einfach hin. Ja, da ist sie. Und da kommt man nicht ganz so einfach hin. Das ist nicht ganz so einfach. Und die Stacheln hier sind gerade auch ein bisschen tricky. Fuck. Oh, Wandsprünge, um mich in Sicherheit zu bringen. Ich will nicht sterben. Aber eigentlich nicht vor, jetzt hier noch groß eine Sterbetour einzulegen. So. Hier noch schnell alles holen. Jawohl.
Und dann hier lang springen und hier drauf landen. Na Gott sei Dank. Und noch einen weiteren Weitsprung darüber. Warum bin ich runtergefallen? Ich wollte mich eigentlich nur darüber ärgern, dass ich runtergefallen bin. Und dann sterbe ich auch noch. Das ist ja doof. Voll doof. Die Spinnen hier sind jetzt nicht so das Hindernis. Wenn man sich so das Schwierigkeitslevel anguckt, das dieses Level haben sollte, sind die Spinnen fast nur Dekoration. Jawohl, gerade noch schnell das Leben geholt. Nein, 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 nein. Puh, das war richtig gut. Nochmal einen Wandsprung zur Sicherheit. Nein! Ach, super. Oh. Ich will nicht sterben. So, und jetzt hier durch. Wie sie alle nach und nach da hochkommen, in dem verzweifelten Versuch, mich zu kriegen. Oh. Holen wir mal die blaue Wand zuerst raus. Ja, und jetzt wieder rot. Und rüber. Und Weitsprung wieder. Ich weiß auch gar nicht, ob das der richtige Weg ist. Vielleicht ist es der falsche. Ja, super nah Weg. Nein! So ein Stress hier. Oh! Das war dumm. Da hätte ich eine Runde Wandsprünge einlegen müssen. Aber Gott sei Dank gibt einem das Level ja Leben umsonst. Es scheint dann gar nicht so schlimm hier. Könnte alles viel, 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 viel schlimmer sein. So, und das Leben geholt. Jawoll. Oh. Und mich umgebracht. Nicht toll. Ach Gott. So, dann jetzt hier hin. Wände raus und Leben holen. Jawoll. So, und jetzt hier lang weiter. So, die eingesammelt und flupp. Und weg damit und durchrennen hier. Komm, Mario, du schaffst es. Dreifachsprung war hier keine gute Idee. Hat aber trotzdem geklappt. So, blaue Wand rausholen und hochspringen. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Da lang will ich noch gar nicht weiter. Ich will erstmal hier den Mist schaffen, ne? Na dann, will ich blau überhaupt draußen haben? Ist das schlau? Hab ich da irgendwas von? Nee. Damit würde ich nämlich hier den Dreher, den ich... Gott sei Dank hat das geklappt. Und, ja, natürlich, jetzt sterbe ich, ne? Sterben ist eigentlich nicht mehr vorgesehen hier. Nein, nein. Nein, ihr Stacheln seid voll doof. Nochmal springen. Und landen. Und jetzt durch. Oh, ich will nicht sterben. So, blau raus und wieder hochspringen. So, dann haben wir jetzt auch mal hier die Ecke machen. Und mal rot wieder raus. Landen da. Ja. Landen da. Und springen jetzt hier rüber, holen blau raus und springen jetzt da rüber. Jetzt geht's los. Jetzt geht's hier richtig zur Sache. Und das der Stern. Jawoll. Mit einem Kraftpunkt noch zum Stern gerettet. Naja, könnte alles viel schlimmer sein, ne? Könnte alles viel schlimmer sein. Balaching. Da-da-da-da-da-dam. Da-da-da-dam, da-dam. 118, wunderbar. Damit hätte ich alle Kometenmünzen im Spiel. Es ist Zeit, melancholisch zu werden. Oh, die intergalaktische Bossparade hat endlich ihren Schabernack-Kometen. Oh, das freut mich doch. Dann kann ich ja auch gleich wieder hin. Jawoll, kann ich da gleich wieder hin. Dann kann ich da gleich wieder hin. Da 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 dam. Da 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 dam. Dam, dam. Schnell durchlauf Galaxien Champion. Ist das jetzt auf Zeit?
Interessant. Sollte aber nicht zu schwer werden, wenn man bedenkt, wie leicht es mir... Also vorhin ist gut gesagt, im letzten Teil schon viel. Für mich war es ja vorhin, weil ich immer noch in der einen Aufnahmesession bin. So, wie viel Zeit habe ich denn? 5 Minuten. Mal gucken, wie lange wir hierfür brauchen. Das hat ja nicht sehr lange gedauert. Na du Sababacke! So. Ah, jetzt wieder böse. Oh Gott, die sind richtig schnell. Richtig schnell hier. Okay, 9 Sekunden für Boss Nummer 1. Ich glaube, damit liegen wir gut in der vorgegebenen Zeit. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher hier. Aber ignorieren wir mal weitestgehend die Sternteile. Wir wollen ja hier super schnell und super gut sein. Und Boss Nummer 2. Na, Süßer? Alles frisch bei dir? Ah, oh, Feuerbälle. Das ist ganz schön frech. Jawohl, das wollte ich sehen. Sage mir die Sternteilis. Wofür auch immer. Wofür auch immer. Nimm das. Abwehren wird nicht toleriert. Und deine Krone ist weg. Edgy Badge. Edgy Badge. Edgy Badge. Und da. Und bam. Und Booyah. Der Boss hat was länger gebraucht, ging aber auch ganz schnell. 9 Sekunden beim ersten Boss hatten wir gesagt. Aber ich habe gar nicht die Reisezeit nachgeguckt zum zweiten. Von daher kann ich jetzt keine Uhrzeit mehr sagen. Aber der war auch in einem sehr, sehr annehmbaren Tempo. Was ein bisschen doof ist, ist, dass die Zeit beim Fliegen weiterläuft. Wenigstens wird sie hier den Animationen gestoppt, aber... Naja, komm raus, Dicker. Dicker. Danke. Nimm das. Voll auf die Nüsse gedämmert. Das ist gemein. Da würde ich an seiner Stelle auch sauer werden, wenn mir einer einfach so auf die Nüsse donnert. Ja, da war ich aber ganz schön fies hier. Los, komm schon. Aua. Aua. Los, dann komm schon raus. Jawoll. Da habe ich nur auf die Rückseite gedonnert. Damit kann ich als Mann leben, wenn ich einem nur den Arsch verhaue. So. Wofür auch immer ich die Sternteile noch sammle. So, und jetzt will er mich wieder verarschen hier. Nicht mit mir, mein Lieber. Oh, oh. Ist immer doof, wenn der erste Schlag daneben geht. Da hat man immer Angst, dass man ihn nicht mehr kriegt. Ah, geschafft. Wunderbar. Oh, dann geht's jetzt auch direkt weiter. Zum wahrscheinlich zeitfressendsten Boss im Lauf. Aber auch dem coolsten. Ich mochte diesen Boss. Und ich mag ihn immer noch. Warum spreche ich in der Vergangenheitsform, wenn ich ihn immer noch mag? Ich weiß es nicht. So, los, komm, greif mich an. Oh Gott, wie zeitfressend der ist. Ich glaube, wenn man hier nur noch eine Minute... Also ich sage jetzt, oh Gott, wie zeitfressend der ist. Nicht, weil ich schon lange hier bin, sondern weil ich es realisiert habe. Aber wenn man hier nur noch eine Minute hat, kann man, glaube ich, schon aufgeben. So, räumen wir das mal auf den Weg. Hallo, so neue Steine. Ein Geist, jawohl. 2 Geister. Wie nett von dir. Wie nett von dir. Double Hit. Und das die veränderte Musik. Sauber. So, Runde 1 ist geschafft. Jetzt kommen die Hände. Jetzt kommen die Hände. Weil sie hauen immer gerne drauf. So, was haben wir da jetzt? Er wirft schon Steine. Sehr schön. Ein Geist, 2 Geister. Na, dann holen wir uns die doch. Nein! Oh, da gibt er mir direkt neue Geister aus Mitleid. Das ist lieb von ihm. Bitte nur einen, sonst hau ich sie wieder ineinander. Dankeschön. Und Treffer. Im Rückwärtssalto hier mache ich auch nur, damit gelacht wird. Der hat keinen tieferen Sinn. So. Genau, mach die Steine selber kaputt. Dankeschön. Dann nerven sie mich wenigstens nicht mehr.
Dann nerven sie mich nicht mehr. Zwei Geister, dann könnte ich ihn jetzt schon so weit kriegen, wie ich will. Oder auch nicht. Was mache ich denn? Oha. Das war wieder ein Double Hit. Yay. Und die Musik ist wieder anders. Dam, dam, dam und tot. Gott, hat der Boss viel Zeit gefressen. Er hat meinen Lauf so ziemlich ruiniert hier. Platz, tschüss, danke. Platz, tschüss, danke. So, der Flammenboss. 1:07, ja, das sollte ja wohl dicke reichen. Es sei denn, es kommt jetzt noch ein Überraschungszusatzboss. Woran ich nicht glaube. Na, du siehst es. Ah, vielleicht sind die Flammendinger auch einfach nur die männliche Version von den Viechern. Ah, super, da trifft er mich. Oh, immerhin noch ein Leben bekommen, ne? Nimm das. Wie er wieder auf seinen Schwanz guckt, ha? So, und jetzt ist er richtig böse. Richtig böse ist er da. Und... tot. Nee, doch nicht. Oh. Doch nicht tot. Oh, bleib doch stehen hier. So, jetzt aber tot hier. Und tschüss. Hab dich eh noch nie gemocht. Da, 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 bum. Bing, Kalaching. Ich bin gerade am überlegen, ob ich hier einen Schnitt mache oder noch die nächste Welt mache, also den Schabernack-Kometen, der jetzt auftaucht. Ich mache den Schabernack-Kometen noch. Und wenn dann noch irgendwas auftauchen sollte, dann gibt's da einen Schnitt. Oder wenn der Schabernack-Komet zu lange dauert. Ha. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Jedenfalls ist das dann der 120. Stern. Da-da-da-dam. Kometen-Alarm. Beeil dich, Schattenschüttelpanik. Auf Zeit mit Schatten, Marius? Ist das euer Ernst? Oh Gott. Das kann ja witzig werden. Also dann. Doch nicht auf Zeit? Aha. Das ist ja dann nett, dass ihr doch nicht auf Zeit macht. So. Ah, da sind die Schatten Marios. Aber noch immer kein Zeitlimit. Na dann. Dann sollte das ja gehen. Oh, ich liebe das, wenn die Schatten-Marios da einfach durchs Nix springen oder durch die Wände springen. Das sieht so witzig aus und ich kann es nicht gucken. Ich guck's mir später an. Oh ja, machen wir den Teil hier doch nochmal. Der war so witzig. Ach, so ein Mist. Fall ich da runter. So. Also mal wieder hier oben. Da ist rot, sehr schön. Du, du. So. Und hier sind die Spinnies. Hehehe, platt gemacht. Und es gibt sogar noch Speicherpunkte. Wie nett von dir, Spiel. Da habe ich gerade ein bisschen Schiss vor den Schatten Marios, dass sie mich da kriegen. Aber haben sie ja nicht, wie man gesehen hat. Oh, oh. Geht weg, ihr Stacheln. Ich brauche euch nicht. Und hoch geht's. Sehr gut. Wir sind mal schon im Schlussabschnitt hier. Okay. So.
Oh, hier der Teil wird tricky. Da wird garantiert getroffen, ja. Oh mein Gott. Oh. War fast zu erwarten, dass ich da sterbe, oder? Naja, dann machen wir das jetzt einfach. Ihr seid zu langsam. Will ich jetzt wirklich einfach durchrennen? Scheinbar will ich hier jetzt einfach durchrennen. Und es scheint zu klappen. Es klappt! Das geilste am Wahnsinnsideen ist ja immer noch, wenn sie dann letztendlich tatsächlich klappen. Nein! Der hat mich doch gerade getroffen, oder? Der hatte mich doch getroffen. So, hier ist der Stern. Den hauen wir raus, an der Anträge gehen und raushauen und fertig. Jawoll. Ach ja. Der 120. Stern. Badabing. Tja, und was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Aber ich weiß ja, was kommt. Theoretisch. Ich weiß noch nicht mehr, wie es praktisch erschien. Galaxie komplett. Ja, wunderbar. Beim großen Sternschweif noch ein grüner Passagier. Das, es ist nur, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dim-didim. Es sieht fast so aus, als hätte er etwas auf dem Herzen, das er dir unbedingt sagen möchte. Ja, dann suchen wir ihn. Wo waren die denn nochmal? Gott, ich sollte mir sowas aufschreiben oder so. Da sind sie. Sprechen. Auch wenn alle Powersterne geborgen sind, muss der Unhalt erneut besiegt werden. Sonst werden die Raumphantome niemals zu Gesicht bekommen. Nochmal den Unhalt besiegen. Okay, dann machen wir das im nächsten Teil. Bis dahin. Ciao.